Loreleital. Landschaftlich das Schönste, was Rheinland-Pfalz zu bieten hat. Weiß auch die UNESCO und verlieh dem Rheintal den Welterbestatus. Der Loreleitruck der Spedition Häuser ist ein touristischer Werbeträger dieser landschaftlichen Schönheit. Kein Wunder also, dass das Tal und die Lorelei auf dem LKW abgebildet sind. Wenn der Truck auf große Fahrt geht, dann fährt das Loreleital durch das Loreleital spazieren. Der Truck ist damit auch so etwas wie das Paradepferd der Spedition. Und das weiß man auch in Mainz. Der ist natürlich ein Werbeträger par excellence für das UNESCO-Weltkulturerbe. Das sieht fantastisch aus, das ist ein Hingucker. Und ich bin froh, dass ich mal mitfahren darf. Roger Lewenz hätte übrigens auch selbst fahren können. Der Minister besitzt nämlich einen LKW-Führerschein. Nach einer ausführlichen Inspektion des Loreley-Trucks ging es dann auch auf große Fahrt. Hendrik Hering nahm in einem etwas anderen Dienstwagen Platz. Der Fraktionsvorsitzende in einem Brummi. Kein alltägliches Bild. Und dann ging es los, von Dausenau durch den Rhein-Lahn-Kreis Richtung St. Gorshausen. Leider war es schon zu dunkel, um während der Fahrt die landschaftliche Schönheit der Lorelei beobachten zu können. Aber neben dem Ritterschlag der UNESCO ist es eben auch ihr zu verdanken, dass der Tourismus immer mehr an Bedeutung gewinnt. Statt hohem Besuch aus Mainz transportiert der Loreley-Truck normalerweise Rohstoffe für die Baustoff-, Papier-, Automobil- und Getränkeindustrie. Im Jahr 2001 kam der Spedition die Idee, ihre Beziehungen zur Heimat auch der Öffentlichkeit zu zeigen. Man wollte auf die einzigartige Region Mittelrheintal aufmerksam machen und die ohnehin bekannte Lorelei auch auf dem LKW durch Europa schicken. Und dabei erweckte man ungeahntes Interesse und Zustimmung bei Touristikverbänden und, wie wir eben sehen konnten, auch bei der Politik. Die Umsetzung des Motivs realisierte übrigens die Firma Heimann aus Nastetten. Entdecke Rheinland. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Beitragsreihe Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis finden Sie jeden Dienstag und Donnerstag in unserem Programm.